Was machen wir denn heute? Alles, was ihr nicht wollt. Arma-Spiele. Es ist ein überdimensionierter, schwer bewaffneter Schuhkarton. Ich hoffe mal, es kommt jemand fertig, das Ding auf den Kopf zu stellen. Ich sag ja Bunthöf. Schuhkarton mit Ratatafel-Effekt. Und kein Acre. Ja, das war das ICQ, die neue Version. Ey, wenigstens wissen wir, woran wir sind, weil ein Lügner wird immer lügen. Die ehrlichen Leute sind die Arschlöcher. Ja, auch wieder wahr. Nein, wie geil. Hast du, es gibt wirklich Soundboard für Teamspeak, da habe ich nämlich auch noch ein paar Sounds. Das wird lustig. Das Soundboard, ich mach das auch. Oh Gott. Ich sehe, auf was es ausartet. Nächste Woche. Schande. Oh je. Krieg kein LMG. Mach auf das Shouting und nicht normal, dass man es hört. Hat das eigentlich sogar Hotkeys gegeben? Ja, der Bernd. Soundboard oder was? Ja! Warte halt, du musst mir nachher den Link schicken, wie ich es installiere. Ich auch. Danke. Okay, bevor jetzt viel Scheiß machen, kommen wir mal zu der heutigen Mission. Wo ist mein Facepalm? Das sieht aus wie so ein Anti-Riot-Panzer bei Fußballveranstaltungen. Ja, mit dem Gitter draussen rum. Steffi, ich hab niemanden mehr im Rückspiegel. Ah! Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell im Kurs. Okay. Sorry. Seht man etwas animiert, oder? Oh, wow! Wow! Geil! Oh, jetzt! Oh, geil! Also, die geht zuerst am Boden, steigt dann auf und geht aufs Ziel zu. Hättest du jetzt den Top-Down-Modus gesehen? Unbox, verfällt, weil ich fucking Sonnencreme gehe, verdammt! Zwei Sachen, die sich mit Fahrzeugen ganz groß ändern. Als erstes, Gas hat es mal richtig ausgedrückt, Fahrzeuge sind im Prinzip tonnenschwere Scharfschützen. Wir haben von hier aus gerade Blick auf den Arsch. von hier oben ist keinerlei Movement oder ähnliches zu sehen. Absolut totenstill. Verstanden. Ach, drum. Wir haben nicht so unglaublich viel gesehen. Das, was ich gesehen habe, sah auf jeden Fall nach bewaffneten Einheiten aus. Zumindest ein paar davon, was ich gesehen habe. Ach, fuck, danke. Was? Was ist? Sie hat auf dem 220 mit dem Jugger gefunkt, statt auf dem 500. Okay, Fahrzeug 3 und 4, wir fahren zu Feuerposition Alpha, 1 und 2, ihr fahrt zu Feuerposition Bravo. So, wow! Ja, ich müsste das unbedingt auch installieren. Vor allem, ich habe das Problem, dass wir mit dem fucking Funk kombinieren. Sehr geil! Oh, ich muss mir auch so Science-Timer suchen, das ist der Hammer. Okay, Fatal, wir haben Waffenfreigabe bekommen. Guckt, dass ihr euch zurückzieht. Viper hat von seinem Panzer aus Schussfeld. Sobald ihr es okay gibt, dass ihr drauf schießen könnt, ohne dass ihr in Gefahr seid, geht's los. Verstanden. Ich bin mir nicht sicher, wie scheiße Viper effektiv zielt, aber wir haben 400 Meter Distanz zum Compound. Antworten. Gut. Habt ihr Schussfeld? Auf Schussfeld mit MG oder Granate? Ich würde es mit den HE versuchen. Vater, wenn ihr das Schussfeld habt, ohne dass ihr euch da großartig in Gefahr begibt, dann gebe ich euch beiden Feuerfreigabe, also beziehungsweise dem Panzer und euch beiden Feuerfreigabe. Haut die weg. Vater, verstanden. Ich habe eine 9 Mil und 400 Meter zum Gegner. Ich glaube, der lange mittlere hat mehr Effekte im Ziel. Aber ja. Panzer kann von mir aus schießen. Antworten. Ja. Gut, dann Panzer, schieß. Feuerfrei. Ich kann hiermit bestätigen, es gibt Hase zum Abendessen. Und den mit dem Strohhalm. Aus der Oikonomopulu. Was? Aha. Das ist der ganze Betriebshandbuch von deinem Panzer, oder? Everybody's Papa Georgio.
Nein, meine Dog-Tag-Sammlung. Jorgos Vidales. Ich kann auch lesen. Ergos Petridis. Okay. Die haben auch alle Familie gehabt, gell? Ja. Kein Problem meiner Stufe. Sie haben sich im Widerstand angeschlossen. Ja, und mit der Armee. Uns kann das Gleiche bleiben. Richtig. Vater, sonst habt ihr nichts gesehen, oder? Was ich gesehen habe, habe ich markiert. Was sich bewegt hat, ist der Fuel Truck und der Truck. Der mit, ne, oder? Hm? Munition war das Wort, glaube ich, was du suchst. Danke! Gesundheit. Wo habe ich parkiert? Ja, wo ist unser Panzi? Dort. Ah, er hat gefunden. Okay, soweit wieder alle eingebaut. Ah, da kommt er. Ich muss erst mal rausfinden, wo wir geparkt haben. Auch nicht schlecht. Ich Parkkarte gelöst. Okay, in dem Fall. Konvoi sammelt euch wieder, so wie wir waren. Und dann geht's wieder zurück auf die Straße und auf die Route. Oh! Weiter! Soll ich Smoke Shield machen? Bewaffneter Technical, Südende der Stadt. Bleibt in Bewegung. Oh, jetzt aber. Genau, in Bewegung. Und wenn ihr ihn erwischen könnt, Feuer frei. Sie steht im ersten August der Flashing Tender. Oh nein, Steffi, ich bin auf Waypoint 2 wieder auf der Straße. Hopp. Ah, wo sind wir? Okay, wir sind Leitfahrzeug. Sieh mir, wo ist denn noch? Der ist doch vorne. Hinter uns. Oh, shit. Plato hier haben Einschläge direkt um uns rum. Aber ich habe vorne Spuren. Woher kommen die? Kommt auf die Straße. Sind wir. Fatal, der Nono ist vor uns, oder? Oh, doch, Frau! Schneller! Ich halte da, gut. Ah, das ist der Nono, okay. Ich habe es gesagt. Ist okay. Ja, ist alles gut, okay. Ah, jetzt geht's ein bisschen spannend. Oh shit, da vorne ist Nono explodiert. Das ist nicht gut. Jetzt gib mir einfach einen Rally Point, ich schicke sie dann nicht ohne Antworten. Ich bin falsch abgebogen. Das ist scheiße. Da. Fahr einfach durchs Gelände, guck, dass du wieder auf die Straße kommst. Ich will hier nicht stehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht von der Missionplanung, aber Rally Punkt 3 wäre doch jetzt eigentlich irgendwie keine schlechte Idee, oder? Nicht verstanden, wiederhole. Der dritte Wegpunkt, den ich eingezeichnet habe, bei dem sind wir ja gleich, wäre das nicht eine Idee? Verstanden ist sicher eine Idee, ich schicke sie darüber. Kurzer Hinweis, weil es eine Trainingsmission ist. Du bist dann eigentlich der ID-Stab geblieben, oder? Überleg mal, was das in der Regel auch heisst, wenn da noch Truppen irgendwo auftauchen. Antworten. Hinterhalt. Scheiße. Verstanden, es sind noch 3 AT-Schützen im Wirrebenfeld neben euch gewesen. Antworten. Irgendwas mit Hinweis habe ich verstanden. Okay. Verstanden, sorry. Soll ich schauen, dass es ein bisschen mehr läuft? Ist es langweilig oder wie siehst du es? Antworten. Der Chuck, soll ich schauen, dass es mehr läuft? Ist es ein bisschen langweilig oder so? Verstanden. Es ist ganz spannend. Soll ich ein bisschen mehr machen? Soll ich ein bisschen mehr machen? Antworten. Okay, mehr Hinterhalte kann ich machen. Antworten. Okay, mehr Hinterhalte kann ich machen vom Chuck. Aber vielleicht nicht unbedingt ja? Mit AEDs. Wir können uns auf etwas gefasst machen. Verstanden. Ich dachte, wenn wir Sprengstoffgemeinheit. Naja gut, wie gesagt, ich weiß nicht, was du da in die Stadt gesetzt hast, aber es hat ganz schön Bumm gemacht in unsere Richtung. Willst du lachen? Ja. Verstanden. Ihr wurdet von einem Kaltkrieg Sowjet-Rückbauungsflohlosen Geschütz angegriffen, also
Älter geht's fast nicht. Und Tor. Jungle Fatal, Rückschlag geschlossen, sowjetisches Geschütz und wir hocken im Panzerband auf von Papierrüstung. Bist du sicher, dass es eine gute Idee wäre, sie zurückzuschlagen? Verstanden. Es ist auf einem. Das Ding hat noch weniger Schutzfaktor als ihr. Weil es ist auf einem scheiß Technical montiert, Fatal. Das Ding geht kaputt, wenn es schief anschaut. Bei euch muss man wenigstens zuerst drauf pissen, Antwort. Verstandenschluss. Dein Geschütz. Verstanden. Hat das ein männlich oder weiblich ein Name? Ich kann das nicht teilen. Ich kann dir da auch ein bisschen zeigen. Das Geschütz. Die männliche sind ja grösser, haben wir gelernt. Du kannst dir dann auch die Tage gucken, angucken, was das hier unten ausgelöst hat. Nein, das hat sie voll. Das hätte ich schon gewusst. Ich habe euch noch eine sehr wichtige Frage gestellt. Ist es ein männliches oder ein weibliches Geschütz? Weil wir wissen, männliche sind grösser. Antworten. Verstanden, es ist neu genug. Antworten. Verstanden, also grundsätzlich mal männlich gesehen. Great. Schluss. Das hätte ich mir so erklärt. Verstanden. Aber weißt du, einer, der alles weg ist, also. Ja. Antworten. Das Komm weg, jetzt verdammt viel Boom gemacht, du Gecko! Fahrt mal nicht an uns vorbei, wir haben hier noch zu Übungszwecken was auf der Straße liegen. Mehr Feuerwerk! Genau. Mampf, bei denen seid ihr gerade drüber gefahren. Ich mag auch Kies, gell. Auf dem Long Range, guten Hunger, Schluss. Entschuldigung. Mach mit, das ist nicht lustig. Oh dear. Kannst wegmachen. Okay, so, bevor Viper drauf fährt. Ich würde nicht rüberfahren. Oh, schade. Jetzt ist es weg. Achtung, Panzer hinten. Boing. Okay, also wenn die so weitermachen, dann brauchen wir demnächst wieder zwei neue Fahrzeuge. Aber die müssen wir irgendwie noch reparieren. Jetzt ist immer repariert. Okay, ich sehe schlecht. Und es kracht vorne nach. Ich weiß gar nicht, was ich besser ersetzen soll, das Fahrzeug oder die Besatzung. Oh shit, Shadow, kannst du kurz schauen, ob einer von uns beiden verletzt ist? Medical, alles weiss. Ist alles gut? Alles weiss, okay. Ja, hey, gute. Mädel. Deine Gesundheit steigt in jeglichem Maß, physisch und virtuell. Hey, alles okay, das ist Toast mit Anken und Nutella, Mann. Das ist geil. Ja, yeah, ich habe vorher Käse und noch ein Stück Schocki gehabt. Ja. Nein, vergessen Käse zu kaufen, darum nur Nutella. Was hättest du gewissen? Der Motor und die linke Kette. Was? Wer hat das fertig gebracht, for fuck's sake? Wer zur Hölle blutet an den ganzen Boden? Organisiert den Konvoi, schaut, dass er weiterkommt. Ui, jetzt bist du sehr close. Catch me if you can. Ja, das ist genau das Problem. Yes. Au. Ihr habt zwei Lager für Antworten. Was? Wait, wann wo? Die zwei brennenden Fracks. Die hat auch vier Würstchen drin. Sehr schön. Also bei mir brennt dann nichts mehr. Wahnsinn, das vielleicht noch, das stimmt. Ich denke mal, dass die Hände dran verbrennt. Wir können los. Tumbleweed for links. Okay, Leute, wie schaut's aus? Ein Fahrzeug hat's zerledert. Da jetzt Piu, bumm, klar. Land und Viper hier, uns geht's gut. Ja, denn?